Okay. Ah, stirb! Und es lässt eine Kiste fallen. Und wir kriegen einen Jellyfish Juice. Ja! Gut, ich gehe nochmal zurück ins Minigadorf, denn da gibt es jetzt noch ein Item, das ich haben will, das wir jetzt mit dem Jellyfish Juice kriegen können. Und der Jellyfish Juice verhält sich so, wir können ihn halt nur einmal anwenden, dann ist er weg, aber wir können ihn immer wiederholen. Das heißt, ich kann alle Items holen, die ich haben will. Ich muss bloß immer wieder diesen riesigen Jellyfish besiegen. So, Teleport. Teleport, Teleport. Artus Haus und ich speichere mal. Obwohl, nein, ich hole mir erst das Item, dann speichere ich. So, wir sind wieder in Mimiga Village. Mimiga Dorf. Und ich frage mich einfach mal aus Langeweile. Was hast du zu sagen? Nom nom, bist mal wieder am Essen. Boah, ich habe dich wieder erschreckt. Ah, du schon wieder. Su wurde nach oben gebracht. Sie sagen, dass es ihre Schuld ist, dass Toko gefangen genommen wurde. Mehr oder weniger, ne? Also, ich meine, eigentlich liegt das daran, dass die Schergen von dem Doktor so dämlich sind und sie für Su halten. So, wir sind in der Assembly Hall und wir benutzen den Jellyfish Juice. Ja, das Feuer ist aus. Wir finden etwas. Eine neue Waffe, den Bubbler. Der Bubbler ist eigentlich ziemlich cool, wenn man weiß, wie man ihn benutzt. Weil auf Level 1 sieht das so aus. Wir haben Seifenblasen. Damit kann man nicht wirklich effektiv kämpfen, aber er wird noch cool. Also die dritte Stufe, die ist auf jeden Fall wert. Und ich hole mir jetzt erstmal nochmal den Jellyfish Juice zurück. Speichern kann ich... Ja genau, ich kann in Santas Haus speichern, das mache ich dann nicht. Ich mache jetzt noch irgendwie ein paar Minuten und dann speichere ich. Dann kann ich nämlich drei Videos ausmachen. Also drei vernünftige Videos und nicht drei Videos, die dann irgendwie nur 5 Minuten lang sind. So. Crestown! Und wir klettern wieder hier hoch. Und wir erinnern uns, in Santas Haus war auch noch ein... Ah, ich vergesse, dass ich da nicht drüber laufen kann. Da war auch noch ein Kamin. So, stopp, stopp, stopp. Wie man sehen kann, es macht nicht wirklich viel Schaden. Und, haha, er könnte nicht durch die Barriere. Aber ich kann durchfeuern. wow, nicht, dass ich verschwinden. Ja gut, ich mach das mit dem Fireball. Fireball. Eine geile Waffe. So, zurückwechseln und die Kristalle aufsammeln, die diesmal sehr geizig verteilt wurden. Und natürlich treffen lassen, damit die ganze Erfahrung wieder verloren geht. Ah. So, dafür sterbt ihr. Ich brauche keine gottverdammten Herzen. Ich brauche keine gottverdammten Raketen. Die brauche ich noch weniger als die Herzen. Gebt mir verdammt nochmal die scheiß XP-Kristalle. Ja, die will ich haben. Ah, Raketen! Da, was habt ihr jetzt davon? So. Ja, Level Up! Und jetzt können wir die Taste gedrückt halten. Und man sieht da oben, wir haben 100 von 100 Munition. Und wenn ich es abfeuere, wird es weniger. Und sobald die obere Zahl 0 erreicht, kann ich nicht mehr feuern. Aber es füllt sich automatisch wieder auf. Also das ist schon praktisch. Und ja gut, diese Stufe von Bubbla ist jetzt auch noch nicht so sonderlich toll. Ich meine, es ist cool, so eine Maschinengewehr praktisch zu haben. Aber der wahre Nutzen zeigt sich erst mit Level 3. Und geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich will... Okay, Fireball. Fireball, Fireball, Fireball. Nein, Fireball. Fireball. Fireball, eine tolle Waffe, eine tolle Waffe. Wechseln, ich brauche hierfür. So, Level 3. Und ich halte mal gedrückt und man sieht... Blasen. Und dann fangen sie auch noch an zu schießen. Und diese Blasen, die sind richtig cool. Die dienen praktisch als Schild. Das heißt, diese Blasen, die um mich rumfliegen, die können Schüsse und Gegner abwehren. Und dann zerplatzen sie ja noch, wenn genug da sind. Und jetzt habe ich keine Munition mehr. Das heißt, ich muss sie erstmal aufladen lassen. Und ich kann, wenn ich einmal nur drücke, die praktisch so benutzen, um hier Gegner wegzusnipen. Weil die fliegt relativ schnell auch. Und bis zum Ende des Bildschirms praktisch. Viel weiter als mein Polarstern. Aber das Schild ist nützlicher. Denn ich finde, mit dem Babla kann man jetzt nicht so gut kämpfen. Man nutzt sich eigentlich nur als Schild oder... Stirb. Ey, lass dich mal treffen. Man nutzt sich nur als Schild oder wenn ich keine anderen Waffen mehr zur Verfügung habe, wenn ich zu oft getroffen werde. Und dann nur noch den Babla auf Level 3 habe. Stirb! Okay, ich benutze den jetzt doch mal. Ja, kommst du hier runter? Okay, Moment. Springen! Wie? Hier, eine Berührung macht Schaden und wir bringen ihn runter. Okay, ich glaube, das dauert zu lange.
Toll, jetzt ist es leer. Okay, klassisch. Oh, ist schon tot. Okay, habe ich nicht gesehen. So, Jellyfish Juice. Woo. Jetzt gehe ich nochmal zu Santas Haus. Dann hole ich mir nämlich die Holzkohle. Dann muss ich nämlich später nicht mal hier zurück. Denn die Holzkohle brauche ich da im inneren Bereich von Grasstown. Und dann hole ich mir noch einmal Jellyfish Juice und gehe nochmal in Chacos Haus. Und da kann ich da weiter. Theoretisch. Und du findest etwas in der Asche. Holzkohle. Nein, Karte will ich nicht. Ich will das Inventar. Holzkohle. Okay, keine Beschreibung. Nur für die Waffen, egal. Die Waffenbeschreibung will ich jetzt nicht angucken. Okay, ich brauche Missiles. Gib mir Missiles. Danke. So. Gehe durch die Tür. Und diesmal falle ich nicht darunter. Ich rüste direkt mal den tollen Fireball aus. Obwohl. Ja, diesmal gehe ich mit dem Bubbler durch. Einfach so, um mal zu zeigen, ja, hier, das macht die fertig. Sogar den dicken, bevor der... Okay, vielleicht sollte ich aber trotzdem nicht ganz in die Gegner reinlaufen. Aber der Dicke war tot, bevor er mich erreichen konnte, als er versucht hat, sich runterfallen zu lassen. Wenn ich damit vorsichtig umgehe, ist das ein echt geiles Ding, wie man hier sehen kann. So, aber... Ich glaube, Fireball ist hier trotzdem noch einfacher. Das geht schneller. Ah, lauf durch, lauf durch. So. Ja, du kannst so viel auf dem Boden fliegen, wie du willst. Folgst du mir etwa? Ah, aber du hast nicht damit gerechnet, dass ich die Blöcke zerschießen kann. Ah! Stirb. Fireball! Na komm, Fledermäuse. Was soll das denn? Hör auf, dich auf mich zu stürzen. Das mag ich überhaupt nicht. Dafür müssen jetzt deine Brüder sterben, so. Bah! Fledermaus, Genozid. Hier. Und Jellyfish und noch mehr Fledermäuse. Bah, ich hasse euch. Gut. Und wir gehen zu Jacko ins Haus. Jackos Haus, ja. Und sie ist wieder wach. Hi, Jacko. Ja, ich weiß, dass ich Jellyfish Juice brauche. Und ich weiß, dass ich das nur einmal benutzen kann, aber ich speichere jetzt hier und dann mache ich erstmal nochmal eine Pause. Also, ich glaube, ich werde heute nicht mehr weitermachen. Ich werde morgen erst weitermachen. Deswegen sage ich mal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und wir sehen uns dann. Ciao.